Hallo, da sind wir wieder. Und auch, obwohl wir eigentlich verschwinden sollen. Na gut, du hast mich erwischt. Ja, Brandstiftung. Ich habe Feuerwerk gezündet. Und ein Feuer verursacht. Aber es war ein Unfall, versprochen. Mhm. Lass mal gucken, was du hier gemacht hast. Oh, warte mal. Ich kann hier rauf, ne? Ich komme gleich zu dir, Freundchen. Ich muss hier kurz, ich sammle hier kurz Sachen. Wunder dich nicht. Bevor das Feuer alles verbrennt hier. Ein Flamingo, er ist nicht pink, sondern einfach lachsfarben. Bitteschön. Dankeschön. Schönes Häuschen, ich will da rein. Gut. Okay, wir haben uns den versteckten Origami-Teil geholt. Fallt ihr wieder auf und geh erstmal rüber. Freund Nase, du. Ich habe nur ein bisschen Feuerwerk gezündet. Ich wollte kein Feuer legen. Ja. Oh! Huh? Wer? Was? Wo? Ich war tagelang da unten eingesperrt. Wie da unten? Wie da unten? Der süße Duft der Freiheit. Oh nein! Und das große Feuer beginnt. Ah, das Feuer ist zu früh, es breitet sich aus. Mein Feuer ist alles in Flammen. Das riecht hier so nach wie Toast. Wieso brennt denn jetzt auf einmal alles? Und ein Feuer. Mein Holzvogel. Was ist das für ein Tumult? Ein Feuer am See? Aber es ist noch zu früh. Wir waren noch nicht so weit. Das Feuer war nicht sicher. Es hat sich schon bis zum Dorf ausgebreitet. Was denn jetzt so? Als sich die Dorfbewohner um das Feuer versammelten, um mit den Festlichkeiten zu beginnen, nahm mich dein alter Herr zur Seite. Ich kann nicht so schnell lesen. Hilfe! Nee. Nee. Er lehnte sich vor und flüsterte, dass er Unglaubliches gesehen hat, als er im Zwischenraum gefangen war. Und dass ich vorsichtig sein sollte, damit mir nicht dasselbe zustößt. Das Fest ging um mich herum weiter, als ich mich zum Schlafen ans Feuer legte. Kurz darauf verhallte das Lachen der Dorfbewohner. Oh Gott. Also wir konnten gar nicht so... Ich erwachte in einem Traum, in dem ich eine Art Limbo zu schweben schien. War es das, wovon der Älteste gesprochen hat? Eine vertraute Präsenz erwartete mich am Rande der Welt und bat mich, ihr zu folgen. Das ist ja der Hirsch. Ich erwachte, als mein Gesicht von kühlen Regentropfen benetzt wurde. Es war Morgen und das komplette Dorf war auf den Beinen. Hatten sie überhaupt geschlafen? Aber sie haben mich zugedeckt. Sie boten mir Froschtee an, indem ich widerwillig nippte. Oh nein, da ist noch ein Frosch drin. Nein. Nein. Dankeschön. In meinem Kopf drehte sich nach der Nacht immer noch alles und ich verabschiedete mich. Es war nicht gerade der entspannende Schlaf, den ich mir erhofft hatte. Wollen wir wirklich zur Universität oder suchen wir eigentlich unseren Bruder? Das war ein Fest. Ja, ich dachte, das ganze Dorf brennt ab. Oh, da haben wir noch eine Katzi. Das war das größte Feuer, das ich je gesehen habe. Gut gemacht. Du hast den Ältesten gefunden, ja? Wo ist er jetzt hin? Ständig verschwindet er. Und du, Freund Nase hier? Puh, gut, dass es geregnet hat. Ja. Ich zünde kein Feuerwerk mehr an. Sehr gut. Das ist ein paar Tage lang nicht. Das habe ich gehört.
Ich will hier zur Katze. Oh, ich kann rüber zur Katze. Ja, süß. Okay, wir sollen nach unten. Das Spiel sagt, ich soll nach unten gehen. Das ganze Holz, das ich gesammelt habe. In wenigen Stunden weg. Naja, nächstes Jahr ist es wieder genauso. Aber warum habt ihr das denn gemacht? Warte mal. Was für ein Fest, hä? Also denk dran, was ich gesagt habe. Sei vorsichtig mit deiner Gabe. Bleib nicht genauso stecken wie ich. Ganz kurz. Wir checken nur mal kurz vorsichtshalber, okay? Wir haben hier noch ein Kätzchen zu streicheln. Tut mir leid. Da müssen wir mal kurz hin. Wir sollen nach unten. Hier kann ich auf jeden Fall noch nicht hoch. Ich will da aber noch nicht runter. Ich möchte da noch nicht hoch. Runter. Ich möchte jetzt hier rüber. Hahaha! Und darauf? Oh. Okay, Moment. Hier runter. Hier runter, hier runter, hier runter. Aber jetzt? Oder warte mal, müssen wir hier rüber? Das aufmachen. Okay, warte, warte, warte. So. Hä? Es ist bestimmt super einfach und ich verstehe es noch nicht. Okay, wir gehen nochmal auf den Anfang. Wir gehen nochmal zum Anfang. Verstehen, wir müssen erst hier rüber, ne? Hier hin. Dann das wieder aufhalten. Dann so hin. Dann gehen wir hier rüber. Und dann können wir uns das holen. Haha! Tigerstreifen sind in dieser Saison in. Das nennt man Modeschätzchen. Oh, okay, 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 okay. Dann gehen wir hier wieder rüber. Nee, nee, achso. So, da hoch. Okay. Haben wir das auch? Ist in den anderen Dingern auch was? Ich frag für einen Freund. Ich muss kurz gucken. Ich kann nicht anders. Tut mir leid. Das haben wir schon. Da kommen wir ja jetzt nicht mehr rüber, ne? Ich kann leider nicht rennen.
oder? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts, okay. Okay, das eine haben wir gefunden. So, jetzt gehen wir runter. Wir haben eine Gabe, sagt der alte Herr. Ist es... Also das Knicken der Blätter meint er wohl kaum. Können wir Zeiten verschwimmen lassen? Das ist so ein bisschen meine Vermutung oder Befürchtung. Und dass unser Bruder das auch kann. Rein geht's. Oh. Sieht das Skelett hier im Hintergrund? Wir können hier was falten anscheinend. Okay, wir gehen weiter. Guten Tag. Ja, du da. Was führt dich hierher? Ich suche die Uni. Bitte berühre nichts. Das hier ist eine Ausgrabungsstätte. Diese Fundamente sind sehr seltsam geformt. Vielleicht kann ich ja helfen. Hallo. Lieber Himmel, wie bist du darüber gekommen? Wenn du auf der Durchreise bist, solltest du in die Richtung Süden gehen. Denke ich zumindest. Okay? Mein Kompass spielt verrückt. Daher bin ich mir nicht ganz sicher. Moment. Ich gehe noch kurz hier rüber. Ich kann hier nur die Ecke... Oder kann ich hier auch noch unten machen? Ah, ich kann hier auch noch unten machen. Okay. Okay, nochmal zurück. Hier kann ich runtergehen. Wie schön die Musik einfach wieder ist. Okay, hier haben wir schon mal einen Weg. Da kommen wir noch nicht ganz rauf. Achso, hier ist Stein. Gehen wir mal kurz hoch. Ha! Okay. Okay, verstehe. Dann kommen wir hier rüber. Und dann hier rüber. Oh, das ist... Ich fand das Herbstdorf ja ganz super schön gerade, aber das finde ich auch sehr, sehr schön hier. Und wir haben Felsen. So. Guck mal, das Haus hat einen Pfeil nach unten. Ha. Okay. Wir müssen diesen Felsen also hochkriegen, runterkriegen. Wo haben wir denn die Eins? Da haben wir die Eins. So rüber. So, jetzt können wir rüber. Oh, die Musik, ne? Kommen wir nicht durch? Doch. Ja, wieso grinst er mich so an? Die Felsen sehen jetzt anders aus.
einen runter. Warte mal, warte mal, warte mal. Das wird sein? Nee, okay. Aber wenn ich den Felsen jetzt da hochziehe, ja? Und da jetzt rüberziehe. Da habe ich doch absolut gar nichts davon. Okay, das ist gerade irgendwie zu einfach. Gehen wir dahin. Den nach unten zu ziehen. Warum sollte mir was bringen? Muss ich den darunter ziehen? Kann ich jetzt hier rüberlaufen? Ne, kann ich nicht. Ich sehe noch nicht so ganz den Sinn von diesem Zwergi. Achso, okay. Ich brauche das, um das rüberzuziehen und die nach unten zu ziehen, ne? Kann ich noch weiter rüberziehen? Wie komme ich denn jetzt? Muss ich da hin? Muss ich nach oben? Nee, ich muss nicht nach oben, ich muss nach unten. Wenn ich den jetzt darüber ziehe, kann ich hier hin? Dann kann ich die Seite wenigstens wieder aufmachen. Ich weiß zwar nicht wozu, aber ich schiebe mal jetzt darüber ins Gras. Darf man sein Gesicht nicht sehen? Muss ich den verstecken? Muss der hinter einem Felsen sein? Muss er an einem gewissen Ort? Hier sind zwei Felsen. Das ist viel zu leicht, hin und her zu schieben. Ah, muss ich die Seite vielleicht komplett rüberziehen? Moment. Aber das regt mir auch gar nichts. Moment. Geh mal da kurz darüber, Freund Nase. Ich komme da nicht rüber, oder? Ich kann ja nicht rüberlaufen. Und das ist wieder ein Rätsel, was sich zu lösen gibt. Ja, doch. Ach, ich werde es nicht lernen. Okay. Mensch, ey. Okay, das scheint nicht zu gehen. Warum eigentlich nicht? Hier nicht, hier nicht. Hier nicht. Da ja. Okay. Dann gehen wir kurz hier rüber. Und können hier rüber. Okay. So. Geh mal kurz da unten. Aha! Wir müssen ihn erst darüber kriegen. Wie kriegen wir dich denn darüber?
wenn ich hier rüber bin, nee, denn der stört er. Den kann ich jetzt gar nicht verschieben. Ich muss ja erstmal irgendwie. Wie komme ich. Achso, da ist ja noch was, ja. Da ist ja noch was. Nee, nee. Wir wollen den, ich schieb ihn einmal dahin. Nee, nochmal kurz zurück. Da. Müssen wir ihn so rüberschieben? Denn da hinkommen? Oder müssen wir ihn da hinschieben und dann rüber? Ganz nach drüben. Und umkreisen. Würde ja mit am meisten Sinn machen. Wo war nochmal das, genau, können wir erstmal uns das holen. Und zwar eine Giraffe. Ist allen anderen Hals hoch überlegen. Yes, wir haben es. So, und jetzt würde ich gerne, dahin. Wie komme ich denn da runter? Nee, kurz dahin. Das müssen wir da rüber. Achso, kommen wir hier weiter? Nee, da ist nichts mehr, ne? Nee. Wir ziehen nicht mal hier rüber. Ich stelle den jetzt da drüben ab, weil ich glaube, in der Ecke brauchen wir ihn nicht mehr. So. Wir gehen mal kurz in die Ecke. Vielleicht können wir von oben nach unten das machen. Ah, warte mal. Wenn wir hier hingehen und dahin gehen. Nee. Auch nicht. Okay. Ich bin gerade verwirrt, wie wir da rüberkommen sollen. Kann ich das noch in eine andere Richtung drehen? Ich kann das ja nur nach da und nach da kann ich das machen. Okay. Oh nein. Nein, ich habe ihn genau dahin geschoben, wo er nicht hin soll. Okay. Jetzt nochmal. Jetzt haben wir es. So, runter. Hallo. Liebe Zeit, schön, dich wiederzusehen. Sieh dir diese uralten Leylinien an. Sind sie nicht faszinierend? Ich frage mich, was sie wohl zu bedeuten haben. Die sehen wieder nach einem großen Monster aus. Wenn du mich, Profi-Archäologin Leslie Bisoy, fragst, ich habe ja eine ganz große Ahnung von. Das sieht doch gut aus. Und wie das dahin geht, zeige ich euch in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Bitte gerne liken und ein Abo da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.